Die letzten 2,5 Tage sind wir von Lukla getrackt über einen 4600 Meter hohen Pass ins Hinku Valley. Bis jetzt lief es ganz gut, der Monsun ist aber noch sehr stark. Das heißt, es fängt jeden Tag um 10 Uhr an zu regnen und wir müssen den ganzen Tag eigentlich im Nassen laufen. Auch das ganze Gepäck ist nass, die ganzen Klamotten sind nass. Trotzdem, die Stimmung ist sehr gut. Ja, was doch interessant ist in Nepal, man geht die ganze Zeit durch so einen feuchten, wirklich Dschungel und man kann es immer gar nicht glauben, wenn man diese Vegetation sieht, dass irgendwann mal diese wahnsinnsweißen Berge da rausstoßen, von null auf Vollgas. Und das ist sehr, ja, sehr erfrischend auch, weil es was ganz Besonderes ist. Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist von dem Tracking bis hierher, ist eigentlich, dass wir durch wilde Flüsse mussten. Wir haben teilweise auch den Trägern geholfen, uns gegenseitig geholfen, da durchzukommen, weil die Flüsse so voll waren mit Wasser, dass wir uns immer wieder durchkämpfen mussten, Seile gespannt haben. Und es war doch echt spannend, mit dem ganzen Gepäck über die Flüsse zu kommen. Und das Beste war, wie wir dann durch die Flüsse durch waren, waren alle von uns voller Blutegel. Und es ist doch relativ unangenehm, weil die Blutegel, sofort ist man, wenn man die abzieht, ist man voller Blut. Und oft merkt man es auch gar nicht, dass man die Blutegel am Körper hat. Also wenn wir nichts mehr zu essen haben, haben wir immer noch Blutegel. Absolut ekelhaft. Absolut eklig. Wir saßen beim Essen und einer schaut rüber und sagt, hey, was hast du da am Hals? Und er hat so ein Gerät am Hals. Und wir haben es dann gar nicht mehr abbekommen, so nur noch mit Salz draufgestreut und dann hat sich es abziehen lassen. Gestern hatten wir zwei Leute, die höhenkrank geworden sind. Das heißt, Greg ging es nicht so gut, musste sich einmal übergeben, ganz kurz. Und der Baschi hatte so einen leichten Unterzucker, den hat es auch ein bisschen zerlegt. Der Rest der Gruppe ist aber soweit gut drauf. Das heißt, wir werden jetzt weiter ins Hinku Valley bergauf gehen bis ins Basecamp von Merapeak und hoffen, dass der Monsun etwas schwächer wird. Es hat einerseits den Vorteil, dass wir super Powder kriegen, andererseits aber auch den Nachteil, dass wir ja jeden Tag eigentlich mit dem Nebel zu kämpfen haben und die Klamotten nass sind und wir Probleme haben, die Sachen wieder zu trocknen. Wenn wir aber Glück haben, dann fahren wir von Merapeak runter in den besten nepalesischen Powder und darauf freuen wir uns schon.